Heute ist wieder so ein Day. Ich habe Bock, ein Video über Rust Skins zu machen. Und dann wollen wir einfach mal gucken, was es so an Skins im Store gibt. Aber ich bin jetzt schon nicht so sonderlich beeindruckt. Die Schuhe, die Boots sind einfach mal mega langweilig. Also dafür würde ich noch nicht mal 90 Cent ausgeben. Die Handschuhe, die Halbfingerhandschuhe, braucht man nichts zu sagen, ist genau der gleiche langweilige Shit. Die Q-Chestplate, ja, könnte man, will ich aber persönlich nicht, obwohl ich sagen muss, dass ich das komplette Outfit ganz schön Porno finde. Das komplette Outfit, also wenigstens, ne, also den Hoodie und die Hose, die könnte man sich holen, wenn es die geben würde. Die sind geil. Chestplate, ja, nee, mit diesen Eutern brauche ich nicht. Die Face Mask brauche ich auch nicht. Finde ich auch jetzt nicht so atemberaubend. Dann haben wir noch dieses Creepy Bandana. Finde ich jetzt auch nicht so geil. Also 2,30 € würde ich da niemals für ausgeben. Nie, nie und nimmer nicht. Nee. Also so beeindruckend ist die jetzt wirklich nicht. Dann hätten wir hier noch die Hatchet, also die Axt. 1,85 €, nee, vielleicht 1,20 € oder 30 €, das könnte man für ausgeben. 1,85 € ist ein bisschen, nee, das ist too much. Für so eine Axt, die einfach nicht wirklich aufregend ist. Das ist genau das gleiche mit der Pickaxe, das ist genau der gleiche Shit. So, nö, lohnt sich auch nicht. Und den Bogen, nee, der ist auch nicht aufregend genug. Da glaube ich auch nicht, dass du die 1,85 € wieder rauskriegen wirst. Aber das ist halt nur meine persönliche Meinung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren oder kommentieren oder whatever. Bis denn dann.